So, wir machen jetzt mal was Ungewöhnliches und wirklich richtig geil. Das muss ich echt so sagen, wie es ist. Wir haben hier den ganzen Hang jetzt abgesucht und der ist, man muss es so sagen, voll. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Pilzsuchvideo bei strahlendem Schwammerlwetter sozusagen. Es regnet eigentlich jeden Tag. Die Nächte sind warm, die Tage sind mit 20 Grad auch warm. Über den Wäldern liegt eine schöne Schicht aus Nebel und Dampf. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn es so ist, dann wachsen die Schwammerl. Und wir alle wissen, die Oma hat immer recht. Also wir laden euch heute wieder ein, uns bei einer neuen Suche zu begleiten. Das hat beim letzten Video schon so gut funktioniert und ich habe noch einen Platz, der mich gerufen hat und den schauen wir uns heute gemeinsam an. Das ist schneller gegangen als erwartet. Wir haben schon eine verdächtig hohe und auffällige Laubformation entdeckt und schauen da einfach mal gleich gemeinsam hin. Ja, das Laub ist schön. Ja, das ist ein Pilz. Vorsicht! Okay, na immerhin ist es kein Ast, ein Zwillingsperlpilz, da komplett von Laub bedeckt, der muss recht schnell gewachsen sein und hat da einfach alles gleich hochgehoben. Aber sehr schön zu sehen, dass auch die Wurzlinge langsam hervorkommen. Wenn wir da noch ein paar in dieser Größe finden, würde ich mich sehr freuen. Das wären dann die ersten essbaren Perlpilze dieses Jahr. Aber ein guter Beginn. Ja, wir haben uns jetzt hier in dieser hellen, buschigen Zone nochmal genauer umgeschaut und das hat sich ausgezahlt. Das ist wirklich einer der allerschönsten Hexenröhrlinge, glaube ich, die wir in den 4 Jahren vor die Kamera gebracht haben. Schaut euch dieses Riesenbaby an. Ich kann... Oh, Frosch. Na, geh weg. Ich kann mich erinnern an meine Kindheit. Da wusste ich noch nicht mal, was ein Hexenröhrling ist. Da habe ich mal doppelt so große gefunden. Das ist schon weit über 20 Jahre her. Aber so einen schönen... und der, also natürlich, wenn wir ihn jetzt alleine finden, in dieser Größe lassen wir sie natürlich stehen. Wir müssen uns aber diesen einfach mal für die Kamera nehmen und ja, uns den genauer anschauen. Der spornt sich natürlich eh schon aus und vielleicht können wir ihn da ein bisschen unter die Arme greifen, auch wenn er das wahrscheinlich gar nicht braucht. Ah, gut, gut. Ah, immer weicher Boden. Boah, schaut sich die, dieses schöne Farbspiel auch einfach an. Oh. Schaut sich das Loch da an, der kommt fast aus dem Baum. Boah. Wahnsinn. Ja, so alt ist er noch gar nicht. Natürlich jetzt für Speisezwecke nichts mehr, aber der Hut, schaut mal, der wäre sogar relativ fest noch. Aber da sind sie natürlich schon für uns nicht mehr interessant. Solche Exemplare sind wirklich wichtig zur Arterhaltung, auch wenn die jetzt nicht bedroht ist. Aber der hat einfach Milliarden oder Millionen, Milliarden, nicht Millionen von Sporen da. Und diese Mamas lassen wir dann natürlich auch einfach im Wald. Aber wunderschön, auch noch da. Schön, diese Marmorierung zu sehen. Ein sensationeller Fund, den wir natürlich im Wald zurücklassen. Aber ich meine, wenn wir noch ein paar frische Pilze finden und so weitergeht, dann glaube ich, wird das ein spannender Tag. Wir haben wirklich einen Lauf. Ich muss es euch so sagen, wie es ist. Wir sind jetzt hier das erste Mal eigentlich überhaupt auf Suche und haben wieder in einem Mischwaldbestand so ein herrliches Buchenparadies gefunden und das erste, was wir entdeckt haben, könnte nicht viel schöner sein. Wirklich ein Duo, wieder im Moos hier, wunderschön, sie sind ein bisschen dunkler als sonst durch den Regen, aber sie dürften wieder zahlreich sein. Wir gehen gleich mal einen Meter noch weiter oder sagen wir ein paar Meter. Ein frischer Perlpilz hat sich da versteckt. Den werden wir uns auch noch mal anschauen. Der kommt vielleicht in den Korb und noch ein wunderschöner, ganz junger Hexenröhrling. Also wir sind wieder, so, den zeige ich euch mal. Wir sind wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort und werden uns hier jetzt in Ruhe umschauen. Wir werden den ganzen Hang einmal abscannen für euch und dann melden wir uns gleich zurück. So, wir machen jetzt mal was Ungewöhnliches und
Wirklich richtig geil, das muss ich echt so sagen, wie es ist. Wir haben hier den ganzen Hang jetzt abgesucht und der ist, man muss es so sagen, voll. Wir gehen es jetzt einmal am Stück ab, auch dass ihr die Dimensionen seht. Und ich muss gleich vorwegnehmen, das ist so nicht alltäglich. Also, dass man auf so engem Raum so viele Hexenreihlinge findet, ist mir noch nie geglückt. So, den nehme ich jetzt mal weg. Ein kleiner Dicker. Gut, der hat wahrscheinlich schon ein paar Altersspuren. Wir werden mal alle mitnehmen, die in Frage kommen und dann uns genau anschauen. Hätte ich ihn jetzt von unten angeschaut, hätte ich ihn wahrscheinlich stehen gelassen. Aber weiter. Und wieder, so wie beim letzten Mal, überall moosige Flecken. Also dieses Moos ist wirklich der gemeinsame Nenner von diesen guten Standorten jetzt zu dieser Jahreszeit. Das war jetzt wirklich auffällig. So, ja, die nächsten zwei richtig schönen warten schon. Oh, der ist neu. Richtig schön. Nein, den lassen wir auf jeden Fall wachsen. Wir zeigen euch auch nur die schönen, die Schirchen, die hier wieder für Sporen sorgen, die kommen heute nicht in die Auswahl. So, Vorsicht. Obwohl man sie schon einmal gefunden hat, sind sie fast nicht zu sehen. Schaut mal. Eins. So. Wir nehmen sie jetzt mal im Schnelldurchgang. Da hängt noch das Myzel oder eine Baumwurzel. Ja, ganz frisch. So. Und zwei. Auch ein sehr schöner. Bisschen Schneckenfraß schon. Aber den Stiel, ja, können wir ja auf jeden Fall trocknen. So, Vorsicht. Körbchen fühlt sich schon farbenprächtig. Jetzt kommt ein besonders schöner. Ein intensives Rot. Wer weiß, was wir da im Schnelldurchlauf noch gar nicht gesehen haben. Aber einfach auch ein wunderschöner Wald, um wirklich sich Zeit zu lassen. Relativ steil, aber diese moosigen und dann buschigen Zonen, die sind einfach wirklich immer interessant, zu fast jeder Jahreszeit. Wir haben da auch wirklich viele tote, alte Rotbuchen. Das heißt, auch für Außenseitlinge wäre es hier durchaus, glaube ich, mal einen Versuch wert im Winter. Geht's, Daniel? Geh du ruhig vor, du weißt ja schon, wo er ist. Ich komme danach. Wunderschön, auch wieder im Moos. Boah, diese Poren, wunderschön. Also einer schöner wie der andere und es kommt jetzt noch was ganz Besonderes. Wieder einmal hinauf. So, jetzt wird der eine oder andere sicher überrascht und ein bisschen neidig vielleicht. Aber ich habe Jubelschreie von mir gegeben. Ein riesen Steinpilz. Den werden wir uns nochmal genauer anschauen und Frage klären, Fichten oder Sommersteinpilz. Zu dieser Zeit kommt eigentlich ja nur der Sommersteinpilz in Frage. Da sehen wir uns dann wieder, aber ein Nest Hexenreuling haben wir noch. Und dann kann der Daniel mal wieder erleichtert die Kamera abstellen. Da haben wir noch einen ganz kleinen. Und schaut euch diesen Zwilling an. Ein Wahnsinn. Da werden wir auf jeden Fall uns Zeit lassen, nochmal für das Makroobjektiv. Und dann sehen wir uns nach ein paar schönen Bildern bei dem Steinpilz wieder. Ja, dieser Steinpilz ist wirklich die Krönung von einem Wald, in den ich mich sofort verliebt habe. Muss ich mir noch einen passenden Namen einfallen lassen für diesen schönen Standort. Ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, so wie ich auf den ersten Blick, ich bin optisch beim Fichtensteinpilz wegen dem Rand, was natürlich in einem Buchenwald im Mai schon sehr, sehr ungewöhnlich wäre.
Deshalb schneiden wir ihn jetzt mal an, gemeinsam. Der Fichtensteinpilz hat nämlich einen Millimeter, ein, zwei Millimeter unterm Hut, direkt unterm Hut. Und der Sommersteinpilz im Vergleich dazu hat wirklich einen komplett weißen Hut ohne diese weiße Linie. Deshalb schauen wir uns das Exemplar mal an. Wenn der nicht wurmig ist, den kriegt meine Mutter, weil die ist immer noch ein bisschen skeptisch, was die Hexenröhrlinge angeht. Und wir haben wirklich einen Fichtensteinpilz. Man sieht da oben schon die rote Färbung. Also echt erstaunlich, dass die so früh schon sind, habe ich noch nie gefunden. Und er ist auch nicht wurmig. Das heißt, Mama, du kannst dich auf was freuen. Ja, ich muss sagen, der Geruch ist schon was Besonderes. Wobei die Phase zwischen den letzten Funden 2023 und den ersten dieses Jahr so kurz wie noch nie war, muss man ehrlich sein. Wir haben uns jetzt hier dieses schöne Pfifferlingsnest gesucht oder ausgewählt, um nochmal die ganzen Funde durchzugehen und ein bisschen zu putzen und auch nochmal ein bisschen die Qualitätskontrolle zu machen. Und da auch nochmal die Bitte an euch, seid streng. Schaut euch nochmal diesen wunderschönen an und diesen, man sieht auch hier an der Porenfarbe, dass sie noch frisch sind. Und den ersten, den wir gefunden haben, nochmal direkt im Vergleich. Schaut eigentlich aus wie ein Satansröhrling von der Farbe, aber ihr seht es einfach, da sind die Röhren schon sehr, sehr dunkel. Und in dem Fall werden wir auch diesen Pilz dann hier lassen. Der ist dann nicht mehr frisch genug. Aber die anderen sind wirklich wunderschön. Lasst sowas, wenn sie bei euch so selten sind wie bei uns, bitte im Wald. Mit den 5 Eierschwammern kann man wirklich nicht viel machen. Und wir haben ja sonst schon mehr als genug Glück gehabt. Und das am ersten Hang von allen. Also das ist wirklich mal ein gelungener Pilzkorb für eine halbe, dreiviertel Stunde. So kann es wirklich weitergehen. Wir haben uns jetzt aufgemacht ins Ungewisse, um noch mehrere Hänge hier abzustreifen, sind ohne genauer zu schauen durch diese gefühlt endlose Zone, also man muss wirklich sagen, wir sind im Nirgendwo vom Nirgendwo angekommen. Da lohnt sich dann doch immer wieder der Blick in die Ferne und wir haben wirklich aus 50 Meter was auffällig oranges Leuchten gesehen und es ist wieder mal ein Schwefelporling und wie es aussieht sogar ein Doppelter. Ja, es gibt wenige Pilze, die so imposant und aus so großer Entfernung zu finden sind. Er ist wirklich einer der schönsten und auffälligsten Pilze, finde ich, von allen Pilzen überhaupt. Ich meine, schaut euch das an. Wenn da nicht die Sonne aufgeht und das im wahrsten Sinn des Wortes, ja, dann stimmt was nicht mit euch. Wunder, der ist frisch. Und immer, wirklich, es sind immer die Wildkirschen, die diese besonders schönen Exemplare hervorbringen. Die lebt noch, ist hier das Stichwort. Wir haben es drumherum schon gesehen, da ist schon der ein oder andere Kirschbaum gefällt worden. Vielleicht finden wir noch sowas, wobei der ist natürlich schon mehr als genug. Da werden wir uns ein, zwei Stücke runterschneiden, nachdem wir uns ihn wirklich nochmal in Ruhe angeschaut haben, auch nochmal fotografiert haben, weil so schöne findet man nicht oft. Aber ich bin mir sicher, in den nächsten ein, zwei Jahren wird diese Kirsche hier nicht mehr stehen. Für uns das Gute, der Schwefelporling lebt ja dann auch noch saprobiont weiter. Das heißt, nachdem er den Baum umgebracht hat, verspeist er noch, was für ihn interessant ist. Das heißt, den werden wir hier über Jahre wahrscheinlich wiederfinden. Und wir sehen, oder gleich seht ihr es auch, da liegen noch alte Hackschnitzel von dem Schwefelporling vom vorherigen Jahr. Das heißt, der ist schon ein paar Jahre befallen. So schön hochthronen da die einzelnen Schichten, ist wirklich malerisch gewachsen. Er zeigt uns seine leuchtend gelben, schwefelgelben Poren. Also wirklich eine
monumentale Schönheit fast. Wir werden uns aus der Mitte hier, weil das noch am orangen, intensivsten Orange ist, da ein, zwei Schnitzel herausschneiden und dann sind wir wirklich überglücklich. Man muss sagen, mit den Hexenröhrlingen und dem, na wohl, der eine gehört nicht mir, den kriegt meine Mutter, wie gesagt, da kommen wir kulinarisch voll auf unsere Kosten. Wenn ihr da ein bisschen mehr Bedarf habt, schaut aber, dass zumindest immer eine Schicht übrig bleibt, die sich dann aussporen kann. Wir haben hier herum ja noch ein paar andere Laubbäume, auf denen er sich potenziell wohlfühlt. Also immer bei allem ein bisschen was zurücklassen, dass die Natur sich noch fortpflanzen kann und wir ja ein gutes Gewissen haben. Das haben wir auf jeden Fall. Wir machen uns jetzt auf den langen Rückweg. Das war heute doch ein langer, aber wunderbarer Tag. Wir sehen uns sicher bald wieder und wünschen euch ein genauso gutes Wachstum, wie wir es gerade haben.